So, Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende bis dato wirklich gut überstanden. Ich hoffe, ihr rutscht gut in die neue Woche rein. Wir geben uns heute nochmal den Thilo-Auftritt. Betonung liegt auf nochmal. Wir haben schon mal drauf reagiert. Reaktion ist online, könnt ihr gerne abchecken. Ich verlinke sie unten. Wir reagieren jetzt das zweite Mal drauf, weil ich so ein bisschen Hintergrundinformationen gesammelt habe und ich euch vielleicht erklären kann, beziehungsweise ich versuche zu argumentieren, warum Thilos Auftritt beim Splash nicht allein an ihm gescheitert ist. So, wie gesagt, ich reagiere jetzt das zweite Mal drauf. Allerdings habe ich mir jetzt einen anderen Song ausgesucht. Wir haben mit Sehnsucht, wir haben uns, glaube ich, bei der ersten Reaktion Crashen und We Made It reingezogen und es war abgrundtief schlecht. Das möchte ich auch in diesem Video gar nicht gut reden. Also denkt jetzt nicht, oh mein Gott, der ist jetzt irgendwie Thilo-Fanboy geworden. Das bin ich nicht. Ich mag Sehnsucht, ich mag We Made It. Diesen verdient immer noch Top 5, Top 10 irgendwo in den Charts da oben. Diesen verdient meiner Meinung nach, haben guten Ohrwurm und so weiter und so fort. Darum geht es aber gar nicht. Ich möchte Thilo auch nicht gut reden. Ich bin jetzt kein Thilo-Fanboy über die letzten 2-3 Tage geworden. Ich habe mich nur mit ein paar Leuten aus der Szene unterhalten, die schon Live-Erfahrung haben, die schon sehr, sehr viel Live-Erfahrung haben, wissen, wie sowas abläuft. Ich habe sehr viel Erfahrung, was im Studio abgeht, wenn man im Studio aufnimmt. Und das versuche ich so ein bisschen zu kombinieren und euch näher zu bringen, warum das nicht ganz allein Thilos Schuld ist. Beziehungsweise anders gesagt, warum Thilo gar nicht die Chance hatte, besser zu performen. Also ich würde sagen, wir hören uns Sehnsucht an und im Laufe von Sehnsucht versuche ich euch so ein bisschen zu erklären, ich hoffe verständlich, warum so viele andere Faktoren da noch mit reinspielen und warum Thilo da nicht allein dran schuld ist, weil mir wurden auch die letzten Tage super viel Stories, super viel Videos und so weiter zugeschickt. By the way, ich habe mir nicht diesen Livestream-Ausschnitt angeguckt, wo er über so ein paar Leute gelästert hat. Ich habe mir auch nicht das Sufjan-Video reingezogen, was eine halbe Stunde geht. Das Thema ist für mich jetzt nicht so wichtig, dass ich mir jetzt hier nochmal eine halbe Stunde hinsetzen muss, auf eine andere Reaktion reagieren muss und dazu meinen Senf noch abgeben muss. Also kurz gesagt, habe ich keine Ahnung, was für Gründe Thilo genannt hat, weswegen der Auftritt so in die Hose gegangen ist, wie er halt in die Hose gegangen ist. Ich habe auf jeden Fall so meine Gründe ein bisschen zusammengesammelt und die versuche ich euch jetzt ein bisschen näher zu bringen. Der Auftritt war wack. Ganz klare Sache, der Auftritt war wirklich nicht gut. Das hat Thilo auch so eingesehen. Es gab ja so ein Mini-Statement, was auch nichts Halbes und nichts Ganzes war. Aber er hat es auf jeden Fall eingesehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und es hat ihn anscheinend auch sehr, sehr krass mitgenommen, dass der Auftritt so gelaufen ist, wie er halt eben gelaufen ist. Aber ich würde sagen, wir hören einfach mal ganz kurz rein und dann erläutere ich so ein paar Sachen. Du sagst, es geht schon. Okay, hier die erste Sache gleich. Ich habe mir nicht das ganze Video reingezogen. Ich weiß es nicht, ob der Bruder überhaupt Ines drin hat. Ich weiß es nicht. In-Ears, ganz kurz zur Erklärung, sind quasi wie kleine Kopfhörer, die quasi übers Ohr gehen mit so einem Bügel meistens, dass sie halt schön drin liegen und nicht irgendwie drücken nach 10 Minuten oder sowas, worüber der Beat läuft, das Instrumental. Manchmal läuft da auch Playback mit drüber, je nachdem wie das eingestellt ist, läuft das Playback ein bisschen lauter, ein bisschen leiser, läuft der Beat ein bisschen lauter, ein bisschen leiser und da ist schon der erste ganz, ganz große Punkt. Wenn das nicht gescheit eingestellt ist, wenn der Beat vielleicht viel zu laut ist, versuchst du tendenziell ein bisschen leiser zu rappen, ein bisschen leiser zu singen. Wenn der Beat aber andersrum zu leise eingestellt ist, versuchst du tendenziell viel lauter zu rappen, viel lauter zu singen oder viel lauter zu schreien. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Spiel zwischen Playback und Thilo himself so muss stimmen. Also muss generell bei jedem Künstler stimmen, so dass du halt wirklich eine angenehme Lautstärke rappst und singst. Das sollte halt bei den Proben davor gecheckt worden sein, ob das so passt. Andererseits weiß ich halt nicht mal, ob der Bruder Ines drin hat. Wenn er keine In-Ears drin hat, dann ist es schon eigentlich zum Scheitern verurteilt. Weil, ich meine, seht ihr hier an der linken Seite riesen Monitore, die halt quasi in die Crowd strahlen, die halt quasi alles wiedergeben. Aber die Bühne hat ja vorne auch nochmal so kleine Monitore, so kleine Lautsprecher, die quasi in Richtung Thilo strahlen. Wenn er sich über diese Monitore hört, Feierabend, da ist schon vorbei. Die kommen sowieso schon ein bisschen mit Delay, also mit ein bisschen Verzögerung an. Dann strahlen die aber an Thilo vorbei, hinten an die Wand und zurück Richtung Thilo. Dann hört er das Delay nochmal von der Wand hinten. Und dieses Delay kommt vielleicht mal eine halbe Sekunde, eine Sekunde später. Weil ich auch oft bei der Live-Performance, bei Crashen und bei We Made It, ich weiß nicht, wie es bei Sehnsucht ist, ich habe oft gehört, dass er teilweise auch hinten dran ist oder vorne dran ist. Als ob er den Beat zu früh oder zu spät hört. Wisst ihr, was ich meine? Ihr hört ja, er ist immer so ganz, ganz wenig hinten dran so. Und es liegt jetzt nicht in erster Linie an Thilo so. Ich gehe mal davon aus, dass Thilo schon den Takt trifft. Wisst ihr, was ich meine? Beim Live-Auftritt kann die Technik auch ganz, ganz stark gegen dich spielen. Hundertprozentig. Du sagst, es geht schon, hört ihr, wie er hinten dran ist, so ganz, ganz leicht nur und dadurch habt ihr schon voll dieses Gefühl so, irgendwas stimmt nicht, wisst ihr, was ich meine?
Dazu kommen halt die anderen Stimmen, die hin und her schreien. Das ist, da bleibe ich bei meiner Meinung. Gut, diese 5 bis 10 Leute auf der Bühne, die müssen nicht sein, um ehrlich zu sein, so. Die müssen nicht sein. Die lenken teilweise Tilo noch ab. Das muss nach wie vor nicht sein. Er schreit ja auch teilweise so voll over the top, so, wisst ihr, was ich meine? Als ob er sich viel zu leise hört oder ob er sich gar nicht hört. Ob er, ihr seht hier diese Boxen hier vorne, die sind verteilt, ich glaube 4 oder 8 Stück. Ich weiß nicht, kommt drauf an, wie groß die Stage ist. 4 bis 8 Stück sind hier auf jeden Fall und die strahlen Richtung Tilo. Jetzt strahlen die aber auch an Tilo vorbei, hinten an die Wand und strahlen zurück von hinten zu Tilo. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt hat der musikalischen Einfluss von vorne und von hinten mit Delay und dann kommt er gar nicht mehr klar, wenn er keine In-Ears drin hat. Das wissen wir bis heute nicht. Aber unglaublich krass, gell, wie 15 Minuten nach Beginn und sagen wir mal 3, 4 wirklich nicht gut performten Songs, die Crowd immer noch am Hüpfen und am Tanzen ist. Du hörst auch, dass das Autotune unglaublich schlecht eingestellt ist. Da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Bei Festivals generell gibt es so 2 Möglichkeiten eigentlich. Entweder du gehst dahin, die Sachen werden dir gestellt vom Veranstalter, dann wird dir aber nur das Nötigste gestellt. Standard-Mic, Standard-Autotune etc. Und gerade beim Autotune ist es sehr, sehr wichtig, dass du da eigentlich keine Abstriche machst, gerade wenn du ein Autotune-Künstler bist. Das ist überhaupt nicht schlimm so. Da muss einfach das Autotune vernünftig eingestellt sein. Es ist einzig und allein dem Tontechniker seine Aufgabe, Tilo da gut klingt zu lassen. Ihr merkt, ihr hört die ganze Zeit, erst so ein bisschen hinten dran. Das sind eben diese Boxen, die ich vorhin gemeint habe, die sind überall verteilt, die halt quasi nach hinten strahlen. Er ist immer so ein ganz kleines Ticken hinten dran, wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, ob er sein eigenes Zeug mitgenommen hat oder vom Veranstalter Sachen gestellt bekommen hat. Ob er seinen eigenen Tontechniker dabei hat, ob er überhaupt einen Tontechniker dabei hat, keine Ahnung. Ob er den Tontechniker von der Veranstaltung da hat, wer weiß. Man merkt aber die ganze Zeit, dass er entweder sich nicht gut hört, versucht dagegen irgendwie dagegen zu arbeiten und dann wird es sehr, sehr schlimm. Dann ist es so eine Spirale, die dich einfach nur nach unten zieht. Dann versuchst du da noch was zu retten, da noch was zu retten. Das ist sehr, sehr schlimm dann. Auch für den Künstler selber so. Hier sieht man ganz gut diese kleinen Boxen, die ich meine. Und Tilo steht quasi genau davor so. Man muss auch dazu sagen, es ist Tilos erster Auftritt, erster größerer Auftritt auf jeden Fall. Tilo ist noch kein Profi im Live-Performen so, ne? Deswegen sollte man das auch nicht zu krass eng sehen bei dem armen Tilo. Der ist immer so ganz wenig hinten dran, als ob er den Beat, das Playback, kurze Zeit später hört. Wisst ihr, was ich meine so? Also es ist schwer zu erklären. Als ob er voll dieses Delay mitnimmt und versucht, auf dieses Delay irgendwie zu rappen so. Dann muss es tatsächlich am Tontechniker liegen, wenn die einen mitgenommen haben. Wer weiß. Also er hat... Bei ihm sieht man, ich weiß nicht, wie er heißt, keine Ahnung. Bei ihm sieht man auf jeden Fall, er ist ja auch nur Backup oder sowas. Ihn hört man auch so gut wie gar nicht, glaube ich. Er hat auf jeden Fall keine In-Ears drin. In-Ears könnt ihr euch vorstellen, ins Ohr quasi so ein Bügel rüber meistens oder nur im Ohr, je nachdem. Die sind auch meistens personalisiert mit verschiedenen Farben, Glitzer, hier, dies, das. Die laufen dann quasi hier runter und am Rücken lang, damit es halt nicht stört oder sowas. Oder an der Brust lang festgeklebt, wer weiß. Es, da gibt es zig Millionen Möglichkeiten, damit die halt eben nicht stören. Okay.
Okay, also dann kommen wir mal so ein bisschen zum Tontechniker. Jetzt kommen wir auch zum Hauptgrund, warum ich denke, weshalb der Auftritt so gelaufen ist, wie er gelaufen ist. Der Tontechniker ist für, wie der Name schon sagt, den Ton zuständig, damit es gut klingt. Es geht nicht um Young Lime, um den DJ hinter ihm, ne? Er ist einfach nur dazu da, die Playlist zu machen, das zu arrangen, die Übergänge cool hinzukriegen, die Crowd vielleicht ein bisschen anzufeuern. Er hat damit nichts zu tun eigentlich. Der Tontechniker, der hat das Autotune, der stellt die Mics, der stellt das Zusammenspiel her. Und wenn das nicht passt, weil der Tontechniker kann dich auch lauter drehen, aber wenn das nicht passt, ist es von vorne bis hinten scheiße eigentlich. Ich weiß nicht, was die für ein Autotune benutzt haben. Ich weiß nicht, was die für Preamps und so weiter benutzt haben. Keine Ahnung. Aber es hat sich alles in allem halt wirklich nicht gut angehört. Ich gehe davon aus, dass es einfach am Tontechniker lag, dass der vielleicht auch den ersten Auftritt hatte, keine Ahnung, und nicht so viel Erfahrung hatte. Ist ja vollkommen okay. Jeder fängt irgendwo an. Jeder hat eine zweite, dritte, achte Chance verdient, je nachdem, wie er sich anstellt. Ich glaube einfach, dass es an ihm lag, dass er vielleicht auch wenig Erfahrung hatte, dass er Tilo einfach nicht gut eingestellt hat, dass Tilo sich eigentlich gar nicht gehört hat, wenn über die Boxen vorne, die Frontboxen so. Ich hätte vielleicht nach dem ersten, zweiten Song kurz eine Pause gemacht, wenn ich gemerkt hätte, hey, das ist, läuft überhaupt nicht so, wie ich möchte so. Ist viel zu laut, viel zu leise, der Beat ist viel zu laut, viel zu leise, je nachdem. Ich rap auf das Delay, keine Ahnung. Ich wäre einfach zum Tontechnik gegangen oder zu Young Lime oder sowas und hätte gesagt, hey Bro, mach irgendwas und versuch das irgendwie zu regeln nach den ersten zwei, drei Songs, weil dann der ganze Auftritt, ne, der geht ja noch ein bisschen. Du hast ja noch die Chance, es gut zu machen, so. Wie auch immer, ich denke, es lag am Tontechniker, es lag weniger an Tilo. Natürlich hat Tilo auch seinen Senf dazu abgegeben, warum es so geworden ist, wie es geworden ist. Natürlich hat Tilo da auch eine Mitschuld zu tragen, hundertprozentig. Es lag nicht nur rein an den technischen Gegebenheiten dort vor Ort. Abschließend kann man sagen, dass Tilo trotzdem eine unglaublich große Zukunft bevorsteht, dass Tilo auch noch Live-Auftritte haben wird. Mark my words, glaub meine Worte hier, screenshottet das, nimmt es auf. Tilo wird auch Auftritte noch haben, wo er absolut geisteskrank abreißen wird, glaubt es mir. Mit einem anderen Tontechniker, mit einem anderen Mics, anderen Gegebenheiten, anderem Autotune, gut eingestelltem Autotune, wie auch immer. Das war so meine Korrektur von meiner ersten Reaktion auf Crashen und We Made It. Sehnsucht hört sich kein Stück besser an. Ich denke mal, egal in welchen Song wir jetzt gerade in der Stunde gehen hier an dem Auftritt, ich denke mal, kein Song wird sich hier besser anhören. Es waren einfach nur so ein paar Gründe, warum ich denke, dass die nächsten Auftritte von Tilo sich besser anhören. Es ist kein Video, wo ich Tilo jetzt irgendwie in Schutz nehmen möchte oder nehmen will so. Es ist einfach nur eine realistische Einschätzung, warum der Auftritt so gelaufen ist, wie er gelaufen ist.